Der Ausnahmezustand, der in Rostock seit dem Fund einer 250 Kilogramm Weltkriegsbombe herrschte, hat am Mittwochvormittag ein Ende gefunden. Bereits um 10 Uhr und damit 2 Stunden nach der vollständigen Evakuierung des Stadtgebietes gab Sprengmeister Fred Tribanek bereits Entwarnung. Die Bombe ist entschärft. Am frühen Mittwochmorgen lief in Rostock die größte Evakuierungsaktion in der jüngeren Geschichte an. 10.000 Bürger wurden aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Für den Auto-, Straßenbahn- und Fußgängerverkehr gab es ab 7.30 Uhr keine Einfahrt mehr in den gesperrten Bereich, der sich in einem Radius von rund 1 Kilometer um den Rosengarten erstreckte. Auf den Straßen herrschte gähnende Leere. Das öffentliche Leben kam vollständig zum Erliegen. Bis auf die Polizei war niemand zu sehen. Betroffen von der Räumung waren neben Arztpraxen und Altenheimen auch Schulen oder Geschäfte in der Innenstadt. Schüler hatten frei. Mit Lautsprecherwagen und deutlichen Durchsagen fuhr die Polizei am Morgen Straße für Straße im betroffenen Gebiet ab. Das Evakuierungsgebiet umfasst den Bereich innerhalb der Straßen am Strande im Norden, Warnowstraße, Mühlendammhöhe Schleuse im Osten, Blücherstraße, Talstraße im Süden, beim Grünen Tor, am Vögenteich, Goethestraße. Sollte sie aus akuten medizinischen Gründen nicht in der Lage sein, das Gebiet zu verlassen, wenden Sie sich umgehend an die bekannten Notrufnummern. Für nicht gehfähige Patienten standen Krankentransporte bereit. Für sie und alle anderen, die keine Ausweichmöglichkeiten hatten, ging es in die Stadthalle. Dort wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Ja, das Angebot wird eigentlich sehr gut angenommen. Wir haben schon über 200 Bürger registriert, die sich hier darauf eingelassen haben, von uns in der Notunterkunft betreut zu werden. Wir haben 50 Betten aufgebaut, die auch schon teilweise genutzt werden. Zurzeit sind noch 10 Betten frei, aber es ist kein Problem. Wir haben ausreichend Liegen mit, dass wir weiter aufrüsten können. Wir haben 2 Ärzte vor Ort. Wir haben sehr viel medizinisch ausgebildetes Personal vor Ort. Das heißt, wir haben Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und auch alle anderen Kräfte hier. Wir haben das Kreisauskunftsbüro mit hier, sodass auch wir dann wissen, wen wir überhaupt in der Halle haben. Und es wurde sehr gut durch den Verwaltungsstab vorbereitet. Zahlreiche Helfer vom Deutschen Roten Kreuz und anderen Organisationen leisteten den Betroffenen Hilfe und Unterstützung. Auch wurden provisorische Krankenbetten eingerichtet. Über der Stadt kreiste ein Polizeihubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera überprüfte, ob sich keine Personen mehr auf den Straßen befinden. Als das abschließende Okay der erfolgreichen Evakuierung gegen 9.30 Uhr kam, begann die eigentliche Entschärfung. Und die war nach rund einer halben Stunde erfolgreich abgeschlossen, dank Fred Tribanek. Wir haben dort ein Szenario schon eingeplant, dass sich der eine Heckzünder nicht ganz so entschärfen lässt wie immer. Mussten ein Loch durchbohren, haben dann aber den Zünder wunderbar rausgekriegt und haben die Zünder mit der Übertragungsladung gesprengt. Es ging so gut wie nach Plan. Auch die Polizei zog eine durchweg positive Bilanz eines Einsatzes, den es in der Dimension so in Rostock noch nie gegeben hat. Also in den 12 Jahren, in denen ich hier in Rostock bin, habe ich sowas in dieser Dimension noch nicht erlebt. Das ist auch ein Stück weit neu für uns, aber ich glaube, wir sind auf allen Seiten des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und der Polizei gut auf solche Szenarien vorbereitet. Und wir hatten hier das Glück, dass wir auch ein bisschen Zeit hatten, das vorzubereiten und in einem geordneten Prozess im Grunde zu bewältigen. Wir sind alle erleichtert und der eigentliche Held ist natürlich heute der Herr Tribanek, der Munitionsbergungsdienst und letztendlich die Rostockerinnen und Rostocker, die so klasse mitgemacht haben und uns die ganze Sache auch wesentlich erleichtert haben. Kurz nach der Entschärfung konnten alle Sperrungen in der Innenstadt wieder aufgehoben und der denkwürdige Einsatz beendet werden.